Es gibt in den USA einen neuen Gesetzentwurf und der kann dazu führen, dass die chinesischen Aktien, die in den USA börsennotiert sind, demnächst dort delistet werden könnten. Das hat bei vielen Anlegern zu Panik geführt. Wir stellen uns heute die Frage, was steckt hinter dieser Sache? Wie gefährlich ist das wirklich und wie könnte das Ganze jetzt weitergehen? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Viele chinesische Unternehmen sind in den USA börsennotiert. Alibaba zum Beispiel, Baidu, JD.com und auch andere Dinge wie Jinko Solar, Canadian Solar, Tencent Music Entertainment und wie sie alle heißen. Es sind auf jeden Fall über 100 Einzelwerte und natürlich haben auch viele deutsche Anleger solche Aktien. Und da ist es nicht schön, wenn man dann hört, dass es in den USA gerade einen Gesetzentwurf gibt, der dazu führen kann, dass diese Aktien delistet werden, also vom Kurszettel gestrichen. Die können dann gar nicht mehr dort gehandelt werden und wären einfach weg. Das ist natürlich eine Sache, die hat viele Anleger beunruhigt und es ist teilweise auch in der Presse ein bisschen falsch dargestellt worden oder ungenau dargestellt worden. Und darum jetzt auch dieses Video. Es ist ja immer sehr nett, wenn bei den vielen Börsenkanälen hier auf YouTube da immer heiße chinesische Einzelaktien besprochen werden und es wird einem da die Story vom Pferd erzählt. Also ich mache solche Videos natürlich auch, ich mache das auch oft. Aber dem Zuschauer ist natürlich nicht damit geholfen, wenn man ihm erzählt, zum Beispiel, oh, Alibaba, ganz tolle Aktie und die nächste Amazon, bla 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 und so weiter. Und wenn er dann aber nichts davon erfährt, von dem, was im Hintergrund läuft, und zwar jetzt nicht nur für Alibaba, sondern ja für das komplette Segment. Und obwohl ja die Frage, ob es die Aktie, die ich habe, ob es die morgen auch noch gibt, ja nicht ganz unerheblich ist. Und darum kann ich immer wieder nur sagen, wenn Sie sich ernsthaft interessieren für China-Aktien oder für Aktien aus den Emerging Markets, dann sind Sie genau richtig bei Zukunftsmärkte. Abonnieren Sie meinen Kanal und wenn Sie ihn abonnieren, dann am besten auch immer gleich die Glocke drücken. Die Glocke ist die Benachrichtigung für die neuen Beiträge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie dafür gewinnen kann. Gut, was passiert gerade in den USA? Es gibt da eben diesen Gesetzentwurf und der besagt erstmal ganz grundsätzlich, wenn sich die chinesischen Unternehmen nicht halten an unsere Börsenregularien, dann werden sie delistet. Punkt. Der Gesetzentwurf ist im Senat auch schon durch und er wird von beiden Parteien unterstützt. Und er muss jetzt nur noch abgesegnet werden vom Repräsentantenhaus und von Donald Trump. Aber beides ist relativ wahrscheinlich. Und dann wäre dieses Gesetz auch schon wirksam. Betroffen sind eigentlich alle ausländischen Unternehmen, die in den USA an die Börse gegangen sind. Aber vom Sinn und Zweck her richtet es sich momentan hauptsächlich gegen die chinesischen Unternehmen, die an den US-Börsen sind. Und dass dieser Gesetzentwurf gerade jetzt kommt, das hat natürlich auch einiges damit zu tun, dass sich das Verhältnis gerade ziemlich verschlechtert hat zwischen den USA und China und dass sich eben auch die öffentliche Meinung in den USA, was China betrifft, massiv verschlechtert hat in letzter Zeit und dass ja demnächst auch der Präsidentschaftswahlkampf ist, wo man in den USA mit einer antichinesischen Politik Punkte machen kann. Ich werde das hier jetzt nicht mal großartig ausführen oder kommentieren. Das habe ich schon vor 2 Monaten gemacht in einem Video. Ich halte das Ganze aber für ein relativ ernstes Thema. Okay, der Gesetzentwurf. Worum geht es konkret? Die USA wollen 2 Dinge im Grunde. Also die Unternehmen, die da gelistet sind, die sollen zum einen offenlegen, ob sie von einer ausländischen Regierung kontrolliert werden oder nicht. Da stehen ja die chinesischen Unternehmen immer gern unter Generalverdacht, dass sie jetzt alle von der kommunistischen Partei kontrolliert werden.
Und das zweite, das ist die Buchführung und die Prüfberichte. Die sollen kontrolliert werden von einer unabhängigen Instanz, nämlich vom Public Company Accounting Oversight Board, dem PCAOB. Das schaut den Wirtschaftsprüfern auf die Finger und das soll auch bei den ausländischen Gesellschaften so sein. Das ist, glaube ich, der Punkt, der da oft relativ falsch verstanden wird. Also es geht nicht darum, dass man jetzt in den USA sagen würde, die chinesischen Unternehmen, die würden jetzt keine ordentlichen Zahlen vorlegen oder es gibt da keine richtigen Prüfberichte oder so. Die gibt es natürlich. Das weiß ja auch jeder, der schon mal in einen Geschäftsbericht reingeschaut hat von so einem Unternehmen. Die gibt es natürlich und die entsprechen natürlich auch den Standards. Also anders würde das Ganze ja auch nicht funktionieren. Und bei den großen chinesischen Unternehmen, da ist es sowieso meistens so, dass da eigentlich ein etablierter internationaler Wirtschaftsprüfer dran ist, der da prüft. Also bei Alibaba ist es zum Beispiel PricewaterhouseCoopers und bei Baidu, da prüft Ernst & Young Huaming, das ist die China-Tochter von Ernst & Young. Also die Berichte an sich, die sind jetzt nicht das Problem. Und was man auch immer hört, wegen den US-Regularien, also so brutal sind die jetzt auch nicht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als zum Beispiel Alibaba an die Börse gegangen ist, da sind die lieber in den USA an die Börse gegangen als in Hongkong, weil Hongkong strenger ist in vielerlei Hinsicht. Vor allem, was jetzt die Firmenstruktur und die Aktienstruktur betroffen hat. Und da ist man dann eben lieber in den USA an die Börse gegangen als in Hongkong. Das Problem, das ist eigentlich nur diese Aufsicht über die Prüfung durch das PCAOB. Das ist eigentlich vorgeschrieben in den USA seit 2002. Und da ist es im Grunde auch völlig legitim, dass man das jetzt endlich durchsetzen will, weil das ist natürlich die Rechtslage. Wer in den USA gelistet sein will, der muss sich dieser Aufsicht eben unterwerfen. Das müssen alle anderen Unternehmen ja auch. Und da hat die chinesische Regierung aber schon immer gesagt, also von Anfang an, nein, das ist eine quasi staatliche Behörde von einem anderen Land und die kriegen hier bei uns keine solchen Einblicke, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Und das ist eben dieser unauflösbare Konflikt, der sich da schon seit 18 Jahren so durchzieht. Und die Firmen selbst, die können da eigentlich wenig machen. Also entweder sie halten sich jetzt nicht dran, dann verstoßen sie damit gegen amerikanisches Recht, oder sie halten sich dran, dann verstoßen sie gegen chinesisches Recht. Und bis jetzt war das aber relativ egal. Die meisten Börsengänge von chinesischen Unternehmen in den USA, die waren nach 2002, also nachdem das eingeführt worden ist. Und das war auch kein Problem, weil die SEC diese Vorschrift nie durchgesetzt hat, sondern die hat immer gesagt eigentlich, naja, was soll man da machen, ist wurscht. Wahrscheinlich auch, weil man diese Börsengänge ja alle trotzdem haben wollte, ist ja auch ein Riesengeschäft. Es heißt, der Börsenwert von allen China-Unternehmen, die in den USA gelistet sind, der liegt jetzt bei über 1 Billion Dollar und das durchschnittliche Handelsvolumen liegt bei 8 Milliarden Dollar pro Tag. Also da geht schon was, da wird schon auch was umgesetzt. Nur jetzt will man es eben so doch nicht mehr haben. Jetzt will man diese Aufsicht eben doch durchsetzen und das kann im Grunde auch ganz schön happig werden. Was kann jetzt passieren? Was muss man beachten als Anleger? Die gute Nachricht, das ist die, also auch wenn es keine Lösung gibt, wenn jetzt beide Seiten stur auf ihrem Standpunkt verharren, dann zieht sich das Ganze jetzt trotzdem noch eine Weile hin, weil das Gesetz muss jetzt natürlich erstmal verabschiedet werden und dann dauert es nochmal 3 Jahre, bis das zur Wirkung kommt und ein Unternehmen wirklich delistet wird. Dafür muss es nämlich 3 Jahre lang durchgehend gegen dieses Gesetz verstoßen haben. Und in der Zeit bis dahin, da gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass sich China und die USA eben doch noch irgendwie einigen, also zumindest theoretisch. Es zeichnet sich aber auch was anderes ab, und zwar, dass die Unternehmen, die chinesischen, von sich aus an andere Börsen gehen. Ist ja auch logisch. Und bei den großen Konzernen geht das jetzt auch ziemlich schnell.
Das Musterbeispiel dafür ist Alibaba. Alibaba ist schon letztes Jahr unabhängig von dieser ganzen Debatte nach Hongkong gegangen, hat da ein Zweitlisting gemacht. Hongkong hat seine Regularien mittlerweile etwas gelockert, um eben solche Zweitlistings wie Alibaba auch zu kriegen. Und Alibaba ist auch gekommen. Und für einen Privatanleger ist diese Sache eigentlich ganz angenehm. Also seit November können Sie beide Aktien handeln, die Hongkong-Alibaba-Aktie und die US-Alibaba-Aktie, beziehungsweise die ADRs, die wir da in den USA haben. Und Sie können beide auch in Frankfurt handeln. Also Sie haben da unterschiedliche WKNs, Sie haben auch unterschiedliche Kurse. Ein US-ADR sind 8 reguläre Alibaba-Aktien. Und das heißt jetzt eben, wenn Sie der Meinung sind, Alibaba ist eine tolle Aktie, die will ich haben und die will ich auch behalten, aber diese Sache in den USA, die macht mir schon Sorgen, dann können Sie einfach von den US-ADRs in die Hongkong-Aktie wechseln und damit ist das Problem eigentlich für Sie erstmal schon erledigt. Das gleiche passiert gerade auch mit NetEase und mit JD.com. NetEase ist ein großer Online-Spiele-Entwickler. Der ist letzte Woche jetzt auch an die Börse gegangen in Hongkong. Dual Listing mit großem Erfolg. Dann JD.com ist auch schon mittendrin. Bookbuilding ist da auch schon vorbei in Hongkong. Haben nebenher jetzt auch nochmal 4 Milliarden Dollar eingesammelt. Und da ist der erste Handelstag in Hongkong jetzt am Donnerstag, meines Wissens. Das sind aber natürlich Top-Unternehmen. Das sind Listings, da leckt sich die Börse Hongkong natürlich die Finger danach und andere Börsen auch. Also man sagt, einige China-Unternehmen könnten zum Beispiel auch jetzt nach London gehen oder so. Das wird man sicherlich sehen. Das ist für die NICE und für die NASDAQ, also für die US-Börsen, relativ schlecht. Da kann Geschäft verloren gehen. Aber wie gesagt, für einen Anleger ist das Ganze eine relativ elegante Lösung. Und es ist ja auch noch kein Komplettabschied aus den USA. Also JD.com zum Beispiel hat noch vorletzte Woche seinen Lebensmittellieferdienst, seine Tochter, an der NASDAQ an die Börse gebracht. Dada Nexus. Also trotz dieser ganzen Delisting-Thematik. Und das zeigt eigentlich auch, dass sich JD.com da jetzt auch nicht von sich aus gleich aus den USA abwenden will, sondern dass man da noch auf eine Lösung hofft. Es wird aber nicht bei allen China-Aktien so laufen wahrscheinlich. Nehmen wir zum Beispiel Baidu, der Suchmaschinenbetreiber, Chinas Google, wie wir hier alle immer sagen. Baidu könnte vielleicht auch nach Hongkong gehen. Es gibt aber auch das Gerücht, dass Baidu eventuell auch aktiv jetzt ein Delisting gleich in den USA anstrebt, also die Kleinanleger rauskauft und dann vielleicht auch nach Shanghai geht, wo sie dann vielleicht eine Bewertung bekommen, eine höhere Bewertung, die sie gerne hätten. Und sowas wie Shanghai, das ist natürlich für den deutschen Privatanleger jetzt keine Börse, wo er problemlos agieren kann. Also da wird er sein Investment dann wahrscheinlich aufgeben müssen. Ich komme zu Baidu nachher nochmal. Baidu ist eine spannende Aktie. Aber wie gesagt, das ist eben die nächste Variante, dass einige von diesen chinesischen Unternehmen jetzt auch privatisiert werden könnten. So eine Privatisierungswelle hat es schon mal gegeben, so 2015, 2016. Da sind etliche chinesische Firmen von ihren Großaktionären und irgendwelchen Banken und Konsortien übernommen worden und gleich in den USA von der Börse genommen worden. Trina Solar zum Beispiel. Oder Qihoo, ein chinesischer IT-Konzern. Damals war der Grund dafür, dass man eben von den Bewertungen enttäuscht war, die diese Gesellschaften in den USA erzielt haben. Und so eine Privatisierungswelle kann jetzt eben wegen dieser Delisting-Thematik auch wiederkommen. Also letzte Woche ist zum Beispiel schon ein Übernahmeangebot rausgekommen für Bitauto. Bitauto ist ein chinesisches Internet-Autoportal. Einer von den Großaktionären ist da Tencent. Bitauto waren eben auch sehr niedrig bewertet, jetzt in den USA immer, waren aber in letzter Zeit auch nicht profitabel. Die werden jetzt privatisiert für 16 Dollar je Aktie. Und das ist eine Sache, die könnte jetzt Schule machen.
Und es gibt auch die Theorie, dass China es jetzt auf genau so eine Privatisierungswelle auch anlegt. Zum Beispiel die Financial Times vertritt diese Theorie, dass China jetzt also mauern wird und eben keine Lösung anstrebt, weil China im Hinterkopf das Ziel hat, dass die Anleger jetzt verunsichert werden könnten und dass die Aktien dadurch billiger werden dann und dass man sie dadurch günstig zurückkaufen könnte und dann wieder listen kann in Shanghai oder Shenzhen. Also dass man sich seine Kronjuwelen sozusagen wieder nach China zurückholt. Man muss sich ja vor Augen halten, dadurch, dass gerade auch die Technologiekonzerne aus China in den USA an die Börse gegangen sind, dadurch hat man natürlich die Situation, da sind jetzt neue Branchenriesen entstanden in China, die den chinesischen Markt auch beherrschen. Aber davon profitieren tun hauptsächlich oder fast ausschließlich westliche Anleger. Der chinesische Anleger kommt an diese Aktien ja normalerweise gar nicht ran. Und das ist eine Entwicklung, die könnte der chinesischen Regierung natürlich schon ein Dorn im Auge sein. Und diese Delisting-Drohung könnte man jetzt dazu nutzen, um das eventuell rückabzuwickeln. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wirklich der große Plan ist, den man in China hat. Denn wie gesagt, einige von den ganz großen Gesellschaften, also eben Alibaba oder JD.com, die haben sich ja schon für die milde Variante entschieden. Also milde Variante erstmal da bleiben plus sicherheitshalber ein Zweitlisting in Hongkong. Aber trotzdem, dennoch glaube ich auch, dass da schon einige Privatisierungen in nächster Zeit kommen dürften, gerade bei den mittelgroßen chinesischen Unternehmen und kleineren Unternehmen, bei denen die attraktiv sind. Da wird man in einigen Fällen wahrscheinlich versuchen, die zurückzuholen. Und das kann für Kleinanleger so und so ausgehen. Bei Trina Solar oder bei Qihoo damals, da ist es für die Kleinaktionäre relativ gut gelaufen. Bei Bitauto jetzt eher weniger. Also da war der Übernahmepreis oder das Angebot jetzt nicht so attraktiv. Aber grundsätzlich, wie gesagt, solche Übernahmen, die können verstärkt jetzt kommen. Das kann für Privatanleger manchmal ärgerlich sein. Es kann aber im einen oder anderen Fall natürlich auch eine Chance sein. Und was es aber leider mit hoher Wahrscheinlichkeit auch geben wird, wenn sich die Lage jetzt nicht entspannt und wenn sich das nicht lösen lässt, dann wird es wahrscheinlich auch einige chinesische Unternehmen geben, die niemand so richtig zurückkaufen will und die in der Situation dann vielleicht auch nur halbherzig reagieren. Und bei solchen Unternehmen, da droht jetzt dann schon in dem Fall wirklich ein Bedeutungsverlust und vielleicht im schlimmsten Fall dann wirklich auch das Delisting mit entsprechenden Folgen. Auch das müssen wir also im Hinterkopf haben. Und auch wenn die ganze Problematik jetzt vielleicht erstmal nicht so drastisch ist und auch wenn wir noch ein paar Jahre Zeit haben und so weiter, bis sich das alles wirklich zuspitzt, aber wir müssen das beobachten und wir sind natürlich als Anleger nach wie vor angehalten, dass wir gerade bei diesen Aktien, bei China-Aktien aus den USA, wirklich in Zukunft auf Qualität achten. Jetzt auch mal ungeachtet dieser Regularien. Wenn wir in Qualität investieren, dann wird sich für das Unternehmen wahrscheinlich eine Lösung finden, je nach Szenario. Und möglicherweise entstehen ja auch in den nächsten Jahren wirklich Situationen, die wir nutzen können und wo wir als Anleger auch unseren Vorteil daraus ziehen können. Das heißt aber auch natürlich dranbleiben an der Sache. Und damit komme ich zum Schluss. Schön, dass Sie es durchgehalten haben bis jetzt. Und dafür gibt es jetzt auch eine kleine Belohnung, nämlich meinen Hinweis auf den nächsten kostenlosen Zukunftsmärkte-Report. Und da geht es diesmal eben um Baidu, um Chinas Google sozusagen. Und Sie wissen aus meinen früheren Videos, Baidu strebt in China eine führende Rolle bei autonomen Fahrzeugen an. Und in unserem nächsten Report geht es eben darum, wie hat sich da das Ganze mittlerweile entwickelt und wo steht Baidu da heute? Und das ist meiner Meinung nach eigentlich eben auch ein sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, unsere Zukunftsmärkte-Reports sind kostenlos. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Video. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie an der Börse erfolgreich. Bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.